Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich wirklich, dass mittlerweile so viele von euch dabei sind. Heute gibt es wieder ein Uni-Update und zwar bin ich offiziell im 8. Semester angelangt. Ja, ihr habt richtig gehört, mein 7. Semester ist jetzt offiziell abgeschlossen. Meine Klausurenphase ist erfolgreich hinter mich gebracht und ich muss sagen, sogar viel erfolgreicher als die Klausuren davor, denn die Noten sind wirklich spitze geworden. Woran liegt das? Naja, ich habe zum einen an meiner Lerntechnik gearbeitet und zum anderen habe ich mehr darauf geachtet, wo ich lerne und wie ich meinen Lernalltag strukturiere. Und das hat mir wirklich sehr viel geholfen, zumal ich im Winter eigentlich immer ein bisschen Schwierigkeiten habe, mich wirklich hinzusetzen. Im Sommer, muss ich sagen, kann ich besser lernen. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich im Sommer einfach ein bisschen mehr positiv gestimmt bin, mehr von dieser Sonne hier abbekomme. Ich meine, wir haben ja fast 40 Grad im Sommer und ja, ich bin einfach ein absoluter Sonnenmensch, der viel Sonne braucht und bei mir macht das einfach psychisch, glaube ich, auch nochmal viel aus. Montag geht die Uni los. Neue Fächer wie zum Beispiel forensische Medizin oder humanmedizinische Pädiatrie stehen auf dem Stundenplan. Ich habe gehört, dass forensische Medizin wirklich sehr spannend und sehr interessant sein soll. Ich weiß noch nicht wirklich, ob wir da wirklich jetzt auch an Leichen dann arbeiten oder nicht, aber ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Nächste Woche mache ich dann nochmal ein Video. Ich denke, am Anfang des Semesters habe ich immer etwas mehr Zeit und kann euch mehr Videos zusammenstellen. Ja, warum gab es in letzter Zeit so viele Interviews? Ganz einfach, ich habe vor den Weihnachtsferien eine Reihe von Interviews zusammengeschnitten. Die veröffentliche ich jetzt nach und nach, weil ich ja gerade in der Klausurenphase jetzt nicht so viel Zeit hatte, wirklich neue Videos zu machen. Ich hoffe, ihr seid mir deswegen nicht böse. Ich denke, da ist auch informativ einiges für euch dabei. Es wird auch weiterhin von mir alleine Videos geben. Ich werde mir weiterhin die Zeit nehmen, denn ich bin wirklich sehr froh, wie sich der Kanal entwickelt hat. Ich habe auch wirklich viel positives Feedback bekommen. Dafür nochmal danke. Und wenn ihr Fragen habt, Leute, zum Studium, wenn ihr euch überlegt, auch im Ausland zu studieren und genaueres wissen wollt, dann scheut euch nicht, mich wirklich zu kontaktieren. Ich habe meine WhatsApp-Nummer in der Infobox angegeben und auch im Kanal-Trailer, im Kanal-Titelbild findet ihr meine WhatsApp-Nummer. Ich antworte nicht immer sofort. Klar, für mich ist die Uni wirklich im Vordergrund, aber am Wochenende nehme ich mir immer Zeit, eure Fragen zu beantworten und schicke euch dann eine Sprachnachricht. Und da könnt ihr euch wirklich auch drauf verlassen. Wie gesagt, das ist was ich anbiete, dass ihr mir schreiben könnt. Nutzt es ruhig auch. Und damit möchte ich mich verabschieden. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke, gebt mir einen Daumen hoch. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn ich ein neues Video herausbringe. Bis dann, euer Marcel aus Bulgarien.